Die Traumpfade an Rhein, Mosel und in der Eifel. Das sind Rundwanderwege durch beeindruckende Landschaftskulissen für Jung und Alt, die mit zahlreichen Informationen zur Strecke und zur Geschichte rechts und links daneben begeistern. Handwerker wie Jens Nettlich aus Winningen haben mit ihrer Arbeit Spuren auf den Traumpfaden hinterlassen, die durch Sportler wie Mirko Dreiser genutzt werden. Dreiser selbst läuft für das Handwerk und setzt sich als Extremsportler für die Wirtschaftsmacht von nebenan ein. Handwerk, Sport und eine Reise durch die Region. Das ist eine thematische Kombination, die nicht nur inhaltlich überzeugt, sondern auch mit außergewöhnlichen Bildern. Und zunächst auf dem Tatzelwurmweg beginnt. Den hat Diplom-Metalldesigner und Schmied Jens Nettlich mit seiner Arbeit gestaltet und sich dafür auch mit der Sagengeschichte vertraut gemacht. Also in der Ortschronik von Kobern-Gondorf ist verzeichnet, dass dort ein Tatzelwurm gelebt haben soll, der in den Weinbergen ringsum sein Unwesen getrieben hat und dann von dem Ritter Heinrich mit einer List getötet wurde. Und seit dieser Zeit ist das quasi dort so verzeichnet. Ob dieses Wesen jemals wirklich existiert hat oder sowas wie das Ungeheuer vom Loch Ness ist, das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Auf jeden Fall scheint es ein Fabelwesen zu sein, was in diese Lindwurm-Kategorie Drachen, Zauberwesen hineingehört. Es ging darum, dass diese Wanderwege, die verschiedenen Wanderwege, die es in Kobern-Gondorf gibt, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, die sind eingebettet in die rheinland-pfälzischen Traumpfade. Der Abschnitt um Kobern-Gondorf herum, das wurde halt dann umbenannt in Tatzelwurm-Wanderweg, damit da diese Verbindung zur Gemeinde auch klar ist. Und die Ausgestaltung von Pfosten, von Geländern, von Treppen, von Klettersteighilfen, wurde mir dann übertragen nach einem Wettbewerb. Und die ging es darum, jetzt nicht ganz plastisch greifbar einen Tatzelwurm darzustellen, sondern er sollte auch möglichst, weil auch die Kosten entsprechend vorgegeben waren, sollte das gut umsetzbar sein technisch. Und mir gefällt sowieso immer sehr gut, wenn ich aus industriellen Halbzeugen, wie zum Beispiel Winkeln, wenn ich die thermisch verforme, dadurch einen Ausdruck in etwas Figürliches hineinbekomme. Bei den Geländern zum Beispiel waren es T-Winkel. Das kann man hier auch sehr gut dran sehen. Im Grunde ist es ja so, dass man mit Hilfe des Feuers, also mit den ältesten Techniken im Grunde, das Material verbiegen kann. Und das macht dann irgendwas. Man muss dann einfach schauen, da gehört auch ein bisschen Erfahrung dazu, wenn man Winkel verbiegt, wie verhält sich ein Winkel bei einer starken Verquetschung, bei einer starken Verformung? Oder was macht der Winkel, wenn ich Schnitte einfüge oder Sachen herausnehme, an bestimmten Stellen was herausarbeite und modelliere, wie verhält sich das und was für einen Ausdruck bekomme ich dann mit diesem eigentlich sehr banalen Alltagsgegenstand auch hin. Ich hatte die Idee, habe zuerst mal ein Modell entwickelt, wo aber auch schon im Hinterkopf war, dass man das später in irgendeiner Form technisch vereinfacht produzieren kann. Bin damit quasi zur Handwerkskammer gegangen, habe mir dann eine CAD-Zeichnung erstellen lassen aufgrund von bestehenden Skizzen von mir. Und was dann später dazu führte, dass wir in dem Betrieb von Markus Lung die Sachen Wasserstrahl geschnitten haben, um einfach in diese serielle Produktion hineinzugehen. Hier hatten wir einen sehr engen Terminplan. Auch wie gesagt vom Herrn Nettlich her, weil er da sehr unter Druck gesetzt worden ist, von dem Zeitplan her zum Ablauf. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Wir sind auch ein mittelständisches Unternehmen, 25 Mitarbeiter, Familienunternehmen. Und ja, wie gesagt, für so Sachen stehen wir gerne parat und versuchen natürlich dann auch unseren Kunden dann zu helfen. Die Handwerkskammer hat dann diese Programmierung übernommen und in Kombination mit dem Herrn Nettlich, und wir durften dann diese Schneidarbeiten freundlicherweise ausführen. Das wird so gesehen, Wasser auf 3600 Bar verdichtet in einer Hochdruckpumpe. Dann weiche Materialien werden halt mit dem reinen Wasserstrahl geschnitten. Und bei härteren Materialien, wie gesagt, kommt dann ein feiner Abrasivsand dazu. Dann ist das Wasser nur noch das Trägermaterial, und durch diesen Abrasivsand wird dann die Schneidleistung erzielt. Vorteil bei dem Verfahren ist, man ist halt von keinem Material abhängig, man kann fast jedes Material mitschneiden. Also zum Beispiel auch Glas, Holz, Kunststoffe und bis zu einer gewissen Stärke, also bis 23 cm können wir halt die Teile bearbeiten. Die werden dann CNC-mäßig programmiert im CAD-System. Die werden dann halt später in die Maschine eingelesen und dementsprechend dann so auch gefertigt. Was ich da ganz toll finde, ist halt diese Kombination. Wie gesagt, wenn man das mal so Hightech nennen möchte, Wasserstrahl schneiden, Wasser, die Naturkräfte der Natur und dann nachher dieses Schmiedehandwerk, und das dann vereint zu einem tollen Produkt.
Also das ist schon was ganz Feines. Das macht Sinn, wenn viele Sachen hergestellt werden müssen, die auch einer gewissen Norm entsprechen oder einer Ausstattung jetzt an so einem Waldrand zum Beispiel. Wenn ich dann 50 Geländer habe, die müssen alle gleich aussehen, würde ich die mit der Hand machen müssen. Da würde ich ja erstmal nie fertig werden als kleiner Betrieb. Und zweitens ist das ja auch eine Kostenfrage. Ich finde, da steckt ein ganz großer Reiz dahinter. Abgesehen davon, dass das auch von der Gestaltung her nur ein Riesenplus ist, wenn man Altes und Modernes koppeln kann. Für die Verbindung aus Sport und Handwerk auf den Traumpfaden steht der Name Mirko Dreiser. Der Extremsportler trainiert hier für seine Läufe über die Alpen und durch Wüstenregionen. Das hält nicht nur körperlich fit, sondern auch mental. Und Mirko Dreiser erkennt einige Parallelen zum Handwerk. Der Sport hilft einem auch weiter, beim Beruflichen dann halt wirklich fit zu sein. Und im Handwerkgrad weiß man auch, dass man da immer 100% geben muss. Da kann man nicht lange krank sein und kann man durch dosierten Sport, das muss nichts Extremes sein, aber durch Laufen kann man da entgegenwirken und sagt, okay, ich kann auch im Job meine 100% immer bringen. Seit 2 Jahren arbeiten Mirko Dreiser und die Handwerkskammer Koblenz im Rahmen der Bundesimage-Kampagne Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan zusammen. Dreiser bereitet dabei unter anderem Handwerker auf den Mittelrhein-Marathon vor. Läufer und Motivationsseminare helfen, sich sportlich und mental auf diese Herausforderungen vorzubereiten. Für Dreiser eine Aufgabe, die er gern und aus Überzeugung übernimmt. Dabei äußert er auch Gedanken, die ihm bei seinen Extremläufen durch den Kopf gehen und mit denen man an der Grenze körperlicher Leistungsfähigkeit konfrontiert wird. Man durchlebt halt in so einem Lauf unzählige Gedankenspiele, von wegen aufhören, du schaffst es nicht, was soll das überhaupt? Das kommt ganz häufig, sagt, für Gottes Willen, jetzt soll ich morgen schon wieder laufen. Aber überwiegend ist halt wirklich das Schöne an der Natur dann letztendlich. Man ist mit sich alleine, man läuft teilweise stundenlang, da sieht man keinen Mensch mehr, hört keinen, weder einen Vogel noch sonst irgendwas. Und man kann halt wirklich seine Sachen verarbeiten, die man eventuell aus dem Job oder privat verarbeiten kann oder muss natürlich auch. Und ich sage mal, es kann wirklich irgendwo auch jeder schaffen. Also viele lachen dann immer so, oh Gott, ich kann nicht 8 Tage jeden Tag 30, 40 Kilometer über die Alpen laufen. Es ist für jeden machbar. Es geht ja nicht um Zeiten, es geht nur um Ankommen. Wenn man dann selber will, ach ja, jeden Tag wandern, so 4, 5 Stunden kann ich ja doch. Wir laufen ja nicht in dem Sinn permanent. Berghoch müssen wir auch gehen. Ne? Aber das ist halt wirklich traumhaft schön. Also ich kann es nur empfehlen. Die nötige Fitness holt sich Mirko Dreiser bei seinen Laufeinheiten in der Region, die ihn auch landschaftlich begeistert. Impressionen, die Lust aufs Laufen und Ausflüge in eine fantastische Landschaft machen. Mehr Informationen zu den Traumfahrten und das Handwerk entlang dieser Wanderwege gibt es auch in Handwerk Spezial, dem Magazin der Handwerkskammer Koblenz in der Rheinzeitung. Nachzulesen auch im Internet unter handwerk-spezial.de.